Am späten Nachmittag des 9. Juni bin ich in die U3 gestiegen, um nach langer Zeit einmal wieder Aufnahmen zu machen, diesmal vom Rathenauplatz. Und als ich gerade überlegte, wie ich die banale Tatsache, dass die Bahnen am Rathenauplatz und an der Rotenburger Straße jeweils gleichzeitig ankommen und abfahren, auf 4 Minuten ausdehnen kann, passierte das. Am Opernhaus hatte eine Sicherheitseinrichtung fehlerhaft ausgelöst. Doch während das für den normalen Fahrgast schlicht ein Ärgernis ist, war mir schnell klar, was vorgefallen war. Weshalb ich diese Störung zum Anlass nehme, um eine Frage zu beantworten, welche im Internet des Öfteren gestellt und teils laienhaft diskutiert wird. Warum gibt es denn keinen automatischen Trieb auf der U1? Um zu verstehen, warum die U1 in Gegenwart und in naher Zukunft konventionell gesteuert sein wird, werfen wir zunächst einen Blick auf die bereits vollautomatischen Linien 2 und 3. Mit dem Automatikbetrieb hat man eines der Urprobleme eines jeden Eisenbahnbetriebs entschärft, welches auch vielen Autofahrern bei Baustellen ein Ärgernis ist. Denn auch Züge müssen sich wie im Reißverschlussverfahren auf eine Strecke einfetteln, wenn sie sie gemeinsam benutzen. So wie es die U2 und die U3 auf der Stammstrecke zwischen Rotenburger Straße und Rathenauplatz tun. Würden diese Bahnen nun also im konventionellen Betrieb betrieben werden, welcher eine maximale Taktung von 3 bis 4 Minuten erlaubt, würde sich dieses Angebot dementsprechend auf den Außenästen der U2 und U3 auf 6 bis 8 Minuten reduzieren. Im Automatikbetrieb jedoch ist ein 200-Sekunden-Takt auf den Ästen und sogar ein in den meisten anderen Städten nicht einmal vorstellbarer 100-Sekunden-Takt auf der Stammstrecke möglich. Konkret, der Automatikbetrieb ermöglicht es, den Linien U2 und U3 im 4-Minuten-Takt zu verkehren. Erstes Problem der Automatisierung der U1. Die U1 fährt bereits im 4-Minuten-Takt, weshalb man sich ohnehin die Frage nach dem Sinn eines Automatikbetriebs stellen darf. Doch da sich die Nachfrage in den nächsten Jahren erhöhen wird, gehen wir davon aus, dass ein höherer Takt nicht schaden kann. Um in Nürnberg den automatischen Betrieb sicher zu gewährleisten, wurde an den Bahnhöfen ein komplexes System an Sensoren konstruiert, welches ins Gleis gefallene Personen und Gegenstände erkennen und die Strecke sperren soll. Nicht falsch verstehen. Sicher ist dieses System allemal, doch es ist extrem feinfühlig. Bei den meisten Stationen in Nürnberg ist dies kein Problem, denn normalerweise kommen Blätter, Regen und Tauben nicht in den Gleisbereich. Doch hier am Opernhaus schon, da die Station, wenn man so möchte, teilweise oberirdisch liegt. Das Sicherheitssystem hat also ein Problem mit oberirdischen Stationen. Schauen wir uns die U1 an. Nun verläuft die in Frage stehende U1 nicht nur kurz an der Oberfläche, sondern ganze 7 Stationen liegen an der Oberfläche. Natürlich auch die Streckenabschnitte dazwischen. Wobei der oberirdische Verlauf nicht grundsätzlich ein Problem für automatischen Betrieb darstellt. Das zeigt Kopenhagen. Doch für Nürnberg scheint das nicht zu gehen, wie man am Opernhaus erkennt. Warum es in Kopenhagen funktioniert, aber in Nürnberg nicht, das liegt an Bahnsteigtüren, ähnlich denen, wie sie für München geplant sind. Zweifelsohne haben alle Beteiligten mit den vollautomatischen Bahnen Großartiges vollbracht, doch es ist schwer nachvollziehbar, warum man in Nürnberg lange an einem neuen System getüftelt hat, anstatt sich für diese Bahnsteigtüren zu entscheiden. Denn durch die Bahnsteigtüren braucht man in Kopenhagen kein kompliziertes AGT-System, die Züge fahren ganz normal in den Bahnhof ein. Natürlich hat auch das Nürnberger AGT-System seine Daseinsberechtigung. Jedes gerettete Leben wiegt sämtliche Störfälle auf. Doch bei 7 oberirdischen Stationen hätte man wohl weniger einen 100-Sekunden-Takt auf der U1, sondern vielmehr erstaunt jubelnde Leute, wenn es doch einmal reibungslos fährt. In Nürnberg ist die heutige Technik schlicht nicht für einen Automatikbetrieb auf der U1 angedacht und ausgerüstet. Und dabei haben wir noch nicht einmal berücksichtigt, dass im Falle eines angestrebten 100-Sekunden-Takts natürlich entsprechend viele Neufahrzeuge beschafft werden müssten, welche die VAG auch bis 2023, wenn die alten Züge ausgemustert werden sollten, womöglich nicht hat. Dazu kommen hohe Kosten bei geringem Nutzen.
Denn zumindest zu Corona-Zeiten ist der 4-Minuten-Takt vollkommen ausreichend. Und sollte sich die Nachfrage erhöhen, wer weiß. Gut möglich, dass, wenn in anderen deutschen Städten die ersten automatischen Bahnen rollen, Nürnberg erneut zum Vorreiter wird, mit dem ersten komplett automatischen Netz des Landes. Bis dahin kann man zumindest auf der U1 noch die Vergangenheit erleben.